Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, das heißt heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Telefonate aus der vergangenen Woche, zusammengefasst als Hörspiel ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, hallo? Schönen guten Abend, Herr Roberto, Sebastian Leroy im Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz schnuckelig. Sehr gut. Herr Sebastian Leroy. Einfach. Ich bin Ihr Kontoberater. Mhm. Ich bin Ihr Kontoberater von der Firma einfach Initia Finance. Sie sind angemeldet auf unsere Werbung und Sie haben schon Interesse geäußert. Mhm. Ihre Stimme ist sehr, sehr einfach familiar für mich. Ja. Ich denke, dass wir haben schon gesprochen. Ja, ein paar Mal schon, ja. Habt ihr schon mehrmals verarscht. Roberto Habeck. Hm. Aber als ich richtig erinnert mich, sehe ich jetzt einen anderen Namen, das letzte Mal. Ja. Nicht öfters mal ein anderer Name, so wie bei euch. Da ändert sich ja der Name auch ab und zu mal. Nein, ich habe dieses Name, als ich einfach geboren war. Ja? Sebastian. Hm. Natürlich. Das haben Sie schon bei der Geburt einen Betrügerstempel drauf gedrückt. Herr Habeck, einfach. Ich möchte jetzt erst kein Investierung, einfach kein anderes, nicht über Onlinehandel reden. Ich möchte nur wissen, womit sind Sie beschäftigt einfach? Was machen Sie für Leben? Haben Sie keine Zeit für etwas anderes zu machen? Nee, ich verdiene ja damit mein Geld. Wie verdienen Sie das Geld, auf die Werbungen zu registrieren von finanzieller Börse und dann mit die Agents zu reden und dann sehr unseriös zu sein und wie ein kleines Kind zu halten und einfach damit einfach ihres und unsere Zeit auch zu verschwinden. Ja, das lade das Gespräch auf YouTube hoch und dafür gibt's Geld. Ganz kurz gesagt. Sehr gut. Hm? Ja. Okay, dann dabei werde ich Ihnen nicht helfen. Auf Wiederhören, Herr Habeck. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ja. Ja, schönen guten Tag. Hier ist Martin Lenz aus dem Hause Obermarkt. Hallo. Mhm. Ich habe den Herrn Schwegel, richtig? Mhm. Herr Schwegel, ich melde mich ja, es handelt sich ja um Ihre Anmeldung für ein Bitcoin-Trading-Konto bei uns im Hause. Mhm. Da weiß ich nicht, von der Zeit aus bin ich am Stören. Passt es jetzt? Mhm. Was heißt das denn die ganze Zeit, Herr Schwegel? Mhm. Da störe ich Sie vielleicht, nerv ich Sie mit meiner Anmeldung. Mhm. Ja. Hallo Max, hier spricht Dorothee aus dem Heldenthal-Team. Guten Tag. Guten Tag. Du hast dich bei uns für das Trader-Karriere-Programm beworben. Nee. Laut meiner Unterlagen schon. Nee. Gut, wenn du sagst, du hast dich nicht beworben, nehme ich dich natürlich aus den Unterlagen raus. Mhm. Kein Problem. Okay, tschüss. Dann wünsche ich dir alles Gute. Tschüss. Mhm. Guten Tag, Herr Knusprig. Mein Name ist Sophie Meyer. Ich stelle internationale Investmentgesellschaft Definite Area vor. Ich habe gesehen, dass Sie haben sich auf unsere Software-System gemeldet. Richtig? Mhm. Ich bin Ihre persönliche Accountberaterin und ich werde Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Überprüfen bitte Ihre E-Mail. Hören Sie mich? Mhm. Sehen Sie eine Mail von Sophie Meyer? Haben Sie Ihre Mail Überprüfung? Nee. Warum? Ja, wollen Sie mir nicht erstmal erklären, was da drin steht und was Sie von mir wollen? Wiederholen bitte. Was? Wenn Sie eine Wiederholung brauchen, dann müssen Sie sich davon Aufzeichnung machen. Dann können Sie das gerne nochmal anhören. Interessieren Sie mit Handeln? Mit Bitcoin? Was bieten Sie das an? Sie haben kein Interesse? Sie langweilen mich nur ein bisschen. Haben Sie da auch irgendwie interessantere Mitarbeiter? Ja, warum Sie haben Ihre Daten hinterlassen? Ich weiß nicht, aber ich finde Sie unfreundlich. Ich will mich mal über Sie bei Ihrem Chef beschweren. Geben Sie mir mal Ihren Chef. Ah, habe ich jetzt sogar gehört, jetzt mich selber da. Ich bin auf Lautsprecher. Hallo! Dieses Anrufsziel ist in Ihrem Profil gesperrt. Um Anrufe in diese Richtung zu eröffnen, gehen Sie bitte im Menü auf Einstellungen und dann Meine Profile.
Guten Tag. Mit was spreche ich denn da bitte? Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Monika, Prism Capital. Spreche ich mit Herrn Hanebeck? Ihr Name ist Capital. Prism Capital. Prism Capital ist Ihr Name? Ja. Also Vorname Prism und Nachname Capital. Nein, mein Name ist Monika. Unsere Firmenname ist Prism Capital. Ach, der Firmenname. Und Ihr Name ist Monika. Monika weiter? Bitte noch einmal? Ja, Monika und weiter? Herr Haber? Ja. Wollen Sie Ihren Namen nicht verraten? Sind Sie das? Ja. Was ist denn mit Ihrem Namen? Wollen Sie den jetzt verraten oder nicht so? Hm? Monika? Monika? Red mal jetzt mit mir. Nicht Mikrofon ausmachen. Mikrofon ausmachen ist kacke. Was haben wir denn jetzt hier für eine Krise? Du rufst doch von so einem Krisenmanagementladen an. Was haben wir denn für eine Krise? Was ist denn los? Ja. Herr Habeck? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich habe Sie vorher schon gehört. Okay, Herr Habeck, es geht um Transmarkt. Sie haben sich für Crypto Comeback Pro interessiert. Ja, aber Sie haben Ihren Namen noch nicht verraten. Bitte noch einmal? Monika? Mein Name ist Monika Kaufmann. Ach, Kaufmann, der Monika. Oh, jetzt ist er geklatscht. Der Handy abgeklatscht. Was Dreck. Und du? Ja, Herr Habeck. Ja. Was machen wir denn jetzt? Rufst du vom Krisenmanagement an? Was haben wir denn für eine Krise? Na, also die Firma Herr Habeck, haben die Firma Sie dafür interessiert oder nein? Die Firma heißt Krisenmanagement, oder was? Krisenkapital. Ach, Krisenkapital. Krisenkapital. Ja. Aber was haben wir denn für eine Krise? Bitte noch einmal? Was haben wir denn für eine Krise? Wo drückt denn der Schuh? P wie Peter, R wie Robert, I wie Internet, S wie Sarah, M wie Markus. Krisenkapital. Aha. Also nicht Krisen. Pissekapital. Ja, Herr Habeck. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Haben Sie schon gehandelt? Nee. Okay, wenn Sie keine Erfahrung auf dem Finanzmarkt haben, ja, dann empfehle ich Ihnen mit einem Boot zu handeln. Mit einem Boot? Ja, bei uns handelt mit einem Boot. Mit diesem Boot kann man garantiert von 10-15% pro Monat bekommen. Ach, aber fährt man nicht eigentlich mit dem Boot übers Wasser? Ja, bitte? Fährt man nicht mit dem Boot eigentlich übers Wasser? Oder was für ein Boot? Ich verstehe das mit dem Boot nicht. Mit einem Boot fährt man doch übers Wasser, oder nicht? Ja, mit einem Boot. Ja, mit einem Roboter. Ach, ein Roboter. Mit diesem Boot kann man, ja. Ja, weil Sie haben gesagt, Boot mit einem Boot. Ja, aber dann sagen Sie doch nicht immer Boot, wenn Sie Roboter meinen. Weil wenn Sie sagen mit dem Boot fährt man auf dem Wasser. Nein, Herr Habeck. Also mit diesem Roboter, ja, Roboter kann man nicht nur mit Kryptowährungen, ja, sondern auch mit verschiedenen Rohstoffen, Aktien, ja, Indizes und Währungspaaren handeln. Aha. Haben Sie Fragen? Nee. Das machen Sie gut. Haben Sie Fragen? Na, was machen wir da jetzt? Was, soll ich jetzt mal da Eier auf den Tisch packen oder was meinen Sie jetzt? Bitte noch einmal. Monika, sind Sie noch da? Ja. Ja. Wie war nochmal der Nachname? Habeck. Monika Habeck. Habibi. Monika, wie war nochmal Ihr Nachname? Und wie heißen Sie? Na, Habeck. Robert Habeck. Und Sie? Es steht Roberto bei mir. Das ist falsch. Woher kommen Sie, Herr Habeck? Aus Berlin. Aber wie war jetzt Ihr Nachname? Bitte nochmal? Ja, Ihr Nachname? Nein, woher kommen Sie? Ja, aber ich habe zuerst gefragt, wie war Ihr Nachname? Ich habe Sie auch gefragt, ja? Ja, aber woher kommen Sie? Gefragt. Ich soll Ihr Habeck, ich soll Ihr Handelsprofil erzählen. Ja, aber wie ist Ihr Nachname? Antworten Sie bitte auf ein paar Fragen. Ja, aber erst Sie. Ich habe Ihren Nachnamen vergessen. Okay. Monika. Und wie sind Sie? Ja, Monika, wie war Ihr Nachname? Ihr Nachname. Herr Habeck, das habe ich ja, schon gesagt. Ja, habe ich aber vergessen. Bitte, wie alt sind Sie? Ja, habe ich aber vergessen.
Sagen Sie mal Ihren wie Nachnamen. Wie alt sind Sie? Haben Sie Ihren Nachnamen auch vergessen? Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie und woher kommen Sie? Ich antworte Ihnen erst wieder, wenn Sie mir Ihren Nachnamen nochmal sagen. Nein, ich habe das schon gesagt. Aber Sie haben noch nicht gesagt, nicht ja, woher Sie kommen und wie alt sind Sie. Ja, aber ich habe zuerst gefragt. Haben Sie Pech gehabt? Und was machen Sie beruflich? Wie gesagt, ich antworte. Ha? Bin da, komm mal, da mit Katarichtig. Hallo? Ja, warte. Hallo? Ja, was denn los? Okay, mit wem spreche ich? Spreche ich mit Herrn Hommes? Ja, Hommes? Mein Name ist Martha Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handel. Aber es wäre nett, wenn Sie mich mit meinem Nachnamen ansprechen könnten und nicht hier mit meinem Vornamen. Hommes ist Ihr Name, ja? Nee, Vorname. Und Ihr Nachname, wisst? Na, Exwell. Exwell, korrekt. Ja. Okay. Und Ihre E-Mail-Adresse lautet homes-exwell@outlook.de, korrekt? Nee. Guten Tag, wen spreche ich denn da? Hallo. Den hab ich noch am Apparat. Ich kann nichts hören, da ist keiner dran. Also wenn du nicht da sind, würde ich nicht mitsprechen. Muss man ja schon irgendwie miteinander kommunizieren wollen. Hallo, das knistert nur in der Leitung, aber es geht noch dran. Das ist ja nicht so gut. Müssen wir schon irgendwie, weiß ich nicht, sonst können wir das ja auch sein lassen mit dem Unterhalten. Wollen wir jetzt noch was sagen oder nicht? Machst du dein Mikrofon noch an oder besteht da jetzt nicht so das ernsthafte Interesse an einem vernünftigen Gespräch? Na gut, dann beende ich jetzt das Gespräch und wünsche noch einen wundervollen Ostermontag. Winke, winke. Herzlich willkommen beim Idiotensammler direkt an der Telefonleitung. Wie kann ich denn dein Scheißprodukt kaufen? Aha. Es scheint ja sehr billig zu sein, was ihr da so anbietet. Aha. Ah, ihr könnt euch keine Headsets leisten. Okay, ja, das war mir klar. Na dann, schönes Leben noch, Betrüger. Herzlich willkommen bei der Idiotensammelstelle. Wie kann ich denn dein Scheißprodukt kaufen? Du Krümel, ich kann auch deine Nummer blockieren, du Vollpfosten. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Unser Fachmann wird Sie bald kontaktieren. Ja, guten Tag. Sehr geehrter Kunde. Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Ja, guten Tag. Hi, Papa. Do you speak English? Mm-mm. No. Okay. Thank you. Ja. Ja, hallo. Ja. Schönen Tag. Tag. Ich suche für Frau Lilly. Was ist ein Satz? Mach mal einen draus, Alter. Was? Mach mal einen Satz draus. Also Sie haben eine Anfrage gemacht, wo steht, dass Sie mit Online-Investitionen Geld verloren haben. Deswegen rufe ich Ihnen an. Aha, wo denn? Wo habe ich denn das verloren? Online-Investitionen. Aha, ist runtergefallen oder wie? Das wissen Sie besser, weil Sie haben das Anfrage gemacht, nicht wir bei Ihnen. Aha, und woher wissen Sie das denn? Weil das ganze Datum von Ihnen sind in meinem System, deswegen weiß ich das alles. Aha, und wer hat die da reingeschribbelt? Wer hat die gemacht? Lilly Lips. Aha, und wer soll das sein? Sie vielleicht? Hör ich mich an wie eine Lilly Lips? Nein. Nee? Nein. Mal gucken, ich glaube, da hast du dir deine Frage schon beantwortet, Mäuschen. Kann sein, ist die eine Ehefrau, oder? Nee. Nee? Für Sie, nee. Lilly? Meine Ehefrau hat einen Teil zwischen den Beinen. Ach so. Ja. Brauchen Sie eine neue Frau? Ist auch keine Lilly. Brauchen Sie eine junge Frau zu haben? Nee. Brauchen Sie nicht? Warum? Ich bin nur verheiratet. Nur meine Frau hat halt einen Teil zwischen den Beinen. Ja, okay, gut. Sie haben schon eins. Zwei ist nicht schlecht, oder? Aber du brauchst zwei Frauen. Ach, für mehr Sachen zu machen vielleicht? So arbeiten Sie bei einer Sex-Hotline oder was? Ja, kann sein auch. Ach so. Ja, klingt ja, so. Ja. So, was denken Sie? Ich denke, dass Sie hier anrufen, um mir irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ja. Und ich brauche auch einen Mann, deswegen rufe ich Ihnen an. Ach so.
Naja. Hast du einen Sohn für mich vielleicht? Hä? Was? Achso, ich war ja auch nicht gemeint. Ja, nochmal? Haben Sie einen Sohn für mich? Hab gefragt. Was, einen Sohn? Nö. Ja, nee, warum nicht? Nö, ich hab noch keine Viecher gemacht. Ach so, haben Sie gar keine Kinder? Nö. Ist auch biologisch ein bisschen schlecht. Deswegen brauchen Sie eine junge Frau, damit Sie Kinder haben. Nee, will ich ja nicht. Wieder, wollen Sie nicht? Warum? Ja, guck mal, Kinder kosten Geld. Wenn die klein sind, dann stinken die nach Scheiße. Und dann, wenn du Pech hast, hast du Scheiße an Hände. Das kann ja alles mal vorkommen. Da hab ich keinen Bock. Echt jetzt? Mein ja. Gott. Ich hab früher aber alles bei ich essen. Ich war so richtig Satansviech. Ja, aber wenn du so alt kommst, dann hast du niemanden, das für sie kümmern kann. Jo. Oder? Ja. Und dann bezahle ich halt eine Pflegekraft, wenn es nur eine gibt und hier nicht alles weggebombt ist. Ja, und denken Sie, das ist besser als ein Kind? Nö, aber hab ja keins. Ist ja biologisch auch nicht möglich. Müsste ich ihn so adoptieren und, ja. Ja, warum adoptieren Sie nicht einen? Ja, haben wir auch schon überlegt, aber müssen wir unser Gästezimmer dafür abgeben, wa? Das ist ja auch Kacke. Oh Gott, oh Gott. Naja, gut. Also, wenn du brauchst, kann ich auch schon dein adoptiertes Kind sein. Ja, aber das Problem ist, guck mal, heute kannst du doch keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das, wenn du so das Fenster gucken, da wird's dir doch schlecht. Ist doch nur noch Krieg und Ärger. Da setzt man doch keine Kinder in die Welt. Mein Gott, warum haben Sie nur negative Meinung? Ach, nur nicht. Eigentlich stürzt für mich gerade, weil ich gerade ein neues Mailboard aus der Faxstation holen muss. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemand eigentlich höre, das so negativ ist. Ja. Warum denn? Weiß nicht. Könnte an den ganzen negativen Telefongesprächen hier liegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich ja mal einen Therapeuten. Vielleicht rufe ich auch mal einen Therapeut also, an. Gibt es doch Scammer als Therapeuten? Wenn Sie okay. mit mir sprechen, bekommen Sie negative Energie, oder wie? Nö, aber, na, weiß ich nicht. Na, ist auf jeden Fall das i-Tüpfelchen auf der Sahne. Also, ist das schon wunderbar. Guck mal, da weiß ich, habe Ihnen nur was gesagt. Ich schläft ja hier schon mal 5 Minuten. Was? Ja. Normalerweise habe ich gesagt, habe ich Ihnen was gefragt. Und wenn es nicht ist, dann ist es schon okay. Also, ich mache gar keine negative Energie. Ich bin eine Person, die immer Positivität hat. Ach so. Ja. Na, wenn. Ja. Okay, Liebe, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Hoffentlich werdet Gott dein Herz mehr gut machen kann. Und bleiben Sie gesund. Vielleicht bis nächstes Mal, ja? Ja, tüdelü. Jo, tschüss. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Habeck. Hier spricht Hanna Neumann vom Finanzmarkt. Herr Habeck, ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung in Online-Trading oder nicht? Hä? Sie rufen mich an und stellen mir komische Fragen? Genau, ich rufe Sie an von Finanzmarkt, Herr Roberto. Und Sie haben Ihr Interesse geteilt, besonders den Crypto Comeback Pro. Und jetzt, ich möchte Ihnen weiterhelfen. Wobei denn? Wie bitte? Wobei möchten Sie denn weiterhelfen? Ich möchte einfach Ihnen... Wie bitte? Finden Sie das nicht ein bisschen dolle stumpf? Tschüss, Herr Habeck. Aha, Betrüger. Ja, hallo. Hallo, Felix. Ja. Ja. Hello. My name is Frank, calling from GMA Pros Company in regards to the trading account you opened with us. Do you speak English? Speaking the English? Nee. Nee, Deutsch. Okay, so my name is Frank und ich rufe Sie von der Handelsfirma GMA Pros. Bezüglich Ihres Handelskontos an, Bitcoin-Handelskontos, okay? Was denn für ein Handelskonto? Pardon? Ja, wo habt ihr denn das Konto her? GMA Pros Handelskonto. So, ich bin Ihr Account Manager und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie mit dem Handel beginnen können, okay? Mit dem Deutsch wollen Sie mir helfen. So, möchten Sie dein Konto aktivieren, ja oder nein? Nö. Nein. Du kannst doch nicht mal Deutsch. Oh. Was soll ich denn da bei dir aktivieren? Deaktivieren. Kannst du an der Wand schmeißen. Okay. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Mit so müssen Sie deine Konto aktivieren, Felix. Ja oder nein? Da habe ich doch schon erzählt. Na, okay. Auf Wiedersehen. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hi, this is Al. How are you today? Ja.
Can you speak, actually? Yeah. Imagine an old man doing that. Wow. Good job. Hallo. Guten Tag. Würde ich jemand neu? Ja, die Firma Neo Alimentum, neu ist mein Name. Ich hoffe, Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben Erythronaktivkapsel bestellt. Wir haben heute die Information zu UPS bekommen. Der Kurier konnte sie leider nicht finden. Ich weiß nicht warum. Oh nein. Aber immer... Sie meinen die Schwanzkapseln? Ja. Also deswegen, wenn Sie jetzt eine Minute Zeit haben, dann ja. Ich möchte die Adresse und Ihren Namen auch prüfen, weil das wirklich Blödsinn von der UPS, aber immer wieder so. Also ich sage Ihnen gleich, was ich in unserem System sehe. Also steht die Stadt Berlin, Braunschweiger Straße, die Hausnummer 70. Ja, 77, das ist wirklich komisch. Also ja. Und Ihren Namen, Edo. Ja, aber ich habe gedacht, ich kann heute schon mal meine Zuckerstange ausprobieren. Ja, aber ich habe auch, ich weiß auch nicht, immer wieder Probleme bei UPS, ja, deswegen. Und okay. Ihren Namen, das ist bestimmt wichtig für UPS. Also, ich sehe Pusemuckel, vielleicht lieber buchstabieren, ja, also der erste Herr Buchstabe. Das ist richtig, ja. Ja, das ist wirklich komisch, ich verstehe nicht. Und steht der Name am Klingel, also. Ja, der Nachname steht am Klingel, ja. Das ist wirklich komisch. Das ist schon ein Grund, wirklich. Das klingelt, wenn man da drauf drückt. Naja, das ist. Ja, deswegen, ja. Immer wieder Probleme. Dann muss der Pillenreiter das auf jeden Fall nochmal vorbeibringen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß so gar nicht, was ich jetzt sagen soll, weil immer wieder diese Probleme mit diesem blöden Fahrer. Ich kann schon anders nicht sagen, wirklich. Bei der Rosi tropft langsam schon der Zahn. Jetzt hat Rosi gedacht, jetzt kann ich endlich mal wieder draufhängen und nun kommen die Pillen nicht. Naja, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ich werde gleich mit UPS sprechen, ja, weil es geht so nicht. Also jedes Mal haben wir wirklich Probleme mit diesen Fahren. Das ist schon unmöglich. Danke sehr. Also ich hoffe, das klappt alles, aber ich weiß nicht, ob es noch heute kommt. Ich meine, der Fahrer, ja, vielleicht am Montag erst, aber naja, es tut mir wirklich leid, dass es dauert. Aber ich weiß nicht, was diese Fahrer machen, wirklich jeden Tag. Das ist schon ein toller Grund, mit UPS zu schimpfen, wirklich. Ja. Das ist also alles richtig, das verstehe ich auch nicht. Ich habe im Internet gelesen, dass die Pillen kommen, da gibt es auch so Knetübungen. Kennen Sie sich denn damit aus? Nee. Also, nee. Das weiß ich nicht. Na gut, dann warten wir auf die Pillen. Okay, danke, einen schönen Tag und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen, ja? Danke, tschüss. Was möchtest du denn noch, Püppchen? Wie kann man denn behilflich sein? Wo drückt denn der Telefonknopf? Ist ein Mäuschen, wenn du nichts sagst, das ist ja dann langweilig. Schnuckelhäschen, musst du schon was sagen? Oder willst du hier so ein bisschen beweihräuchert werden an der Telefonleitung? Kann ich hier so ein bisschen den Hörer anlutschen oder so? Weiß ich nicht, vielleicht gefällt dir das ja. Tja, wenn ihr nichts sagt. Hallo, I'm speaking to Felix. Felix, Blitzerkeke? What? Do you speak any language? Or you're just mumbling? You're deaf and dumb, right? Do you speak any language? Ja. Was möchtest du denn? Können wir also nicht sprechen. Na, dann lassen wir es halt. Tschüssikowski. Ja, hallo. Guten Tag. Spreche ich mit Hubschrauber? Ja. Ja, Kaufmannapparat. Ich rufe Sie an hier von der Online-Broker-Firma Euromarket. Sie haben sich dann bei uns vor einiger Zeit sich mal registrieren lassen bezüglich Online-Trading. Ist das richtig? Das weiß ich nicht. Kenne euch nicht. Online-Börsenhandel. Vorname habe ich hier Gerhard. Ja. Haben Sie schon Erfahrung mit Online-Börsengeschäften oder sich zumindest interessiert?
Nee. Oh, müsste schon sein. Haben Sie noch nie was mit Bitcoin, also bisher Bitcoin-Konto oder Bitcoin-Wallet eröffnet? Nee. Ja, ist ja höchste Zeit, das zu machen, Herr Hubschauer. Warum? Worauf warten Sie denn? Bitte? Warum? Warum? Warum ist die Bananenkrone? Das ist doch die Zukunft. Wovon leben Sie denn? Wo leben Sie denn überhaupt? In meiner Wohnung. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Spreche ich mit Herrn Steiner, ja? Ja. Stein. Mein Name ist Christina Becker. Ich melde mich von dem Benefix Blockchain. Sie haben 250 Euro investiert in Bitcoins und Ihre Geld sind in Gewinne gegangen. Und jetzt haben Sie ungefähr 3.750 Euro an Blockchain. Und das ist Ihre Geld. Wir haben 3% schon abgebucht für uns, also das Gebühr. Und wir müssen das bekommen. Wir müssen das für Sie auszahlen, Herr Steiner. Ist niemand bei Ihnen gemeldet bis jetzt, ja, für Auszahlung? Was meinen Sie? Also hat schon jemand angerufen von uns für die Auszahlung? Haben Sie schon einen Termin gemacht? Nee, aber ich dachte, Sie reinvestieren das Ganze. Nee, Sie haben doch schon vorher. Und jetzt brauchen Sie nichts mehr zu investieren. Wir haben für Sie gehandelt und das ist die maximale Ziel, was wir mit minimaler Summe erreicht haben. Und diese 3.750 Euro gehört Ihnen. Und wir müssen jetzt das auszahlen für Sie auf Ihre Bank, auf Ihre Konto. Nee, das möchte ich nicht ausgezahlt haben. Das können Sie wieder reinvestieren, damit es noch mehr Geld bringt. Also schauen Sie, Herr Steiner, das ist so. Die hat maximale Ziele erreicht. Damit kann man nicht mehr handeln. Das ist schon natürlich gestorben. Da kann man nochmal mit handeln, na klar. Nein, ich erkläre, wenn Sie auszahlen, danach wieder investieren 250, danach können wir weiter handeln. Aber jetzt, das müssen Sie auf jeden Fall auszahlen. Wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt? Also niemand. Ich arbeite schon seit 10 Jahren auf dieses Bereich. Und das glauben Sie seit 10 Jahren? Mhm. Das ist ja traurig. Wenn da kennen Sie sich aber mit dem Handelsmarkt aber schlecht aus. Also wollen Sie Ihre Geld nicht? Na, ich würde es ja wieder reinvestieren, nicht auszahlen. Auszahlen macht ja keinen Sinn. Warum? Naja, weil ich es ja wieder anlegen will. Dann kann man ja da wieder mehr Geld draus machen. Ja, dann liegen Sie noch mehr, wenn Sie wollen. Ja, das kann man ja wieder reinvestieren, das ganze Geld. Also deswegen habe ich gesagt, wenn Sie auszahlen, danach können Sie wieder investieren. Ich habe doch nicht angerufen, damit wir... Das kann man ja direkt wieder reinvestieren. Da brauchen wir ja nicht zwischendurch auszahlen. Das ja, aber schauen Sie, ab dem Market Bitcoin sinkt jetzt gerade. Ja, das macht ja nichts. Dann investieren wir in was anderes. Sollen wir jetzt investieren? Mhm. Wie viel möchten Sie investieren? Na, die ganze Summe. Okay, sind Sie jetzt zu Hause beim Anydesk? Was, Anydesk? Wir brauchen doch dazu kein Anydesk. Welche Bitcoin-Brieftasche haben Sie? Coinbase, Binance, weil Sie müssen da selber dann investieren. Nee, das machen wir direkt vom Trading-Konto. Ach, Frau. So wie immer. Okay. Also unsere Manager werde ich weiterleiten und wird anrufen bei Ihnen, okay? Also klappt der Betrug gerade nicht, oder wie meinen Sie das? Guten schönen Tag, hallo? Hallo? Ja? Spreche ich mit Herrn Steiner? Sieht so aus. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Eddie Stilinski, ich melde mich von Überwachungsabteilung an, wegen Ihrer Aktivität auf der Finanzmarkt, Herr Steiner. Ich habe hier Ihre Daten bekommen und laut meinem System, Sie haben Geld investiert auf dem Finanzmarkt und Sie haben Schwierigkeiten mit Auszahlungen. Stimmt das, ja? Nee. Haben Sie kein Geld eingezahlt, mit Kryptowährungen zu handeln? Nee. 250 Euro sehe ich und Ihre Name. Vielleicht erinnern Sie das. Nee. Sie sind Gertrud Steiner, ja? Gerold Steiner. Okay, dann einen Moment bitte, ich werde das alles überprüfen von meiner Seite und in ein paar Minuten bekommen Sie einen Anruf. Und wer soll das glauben? Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag, Martin ist am Apparat. Grüß Sie, Herr Leuris. Ja, ich melde mich aus der Firma Ether Arena vom Frankfurter Börse direkt. Können Sie uns einordnen, mein Lieber? Ja. Okay, Grund meines Anrufen ist, dass wir haben mitbekommen, dass Sie mal Interesse gezeigt haben, online zu handeln. Oder besser gesagt... Wo haben Sie das denn mitbekommen? Bitte? Wo haben Sie das denn mitbekommen? Wir haben so mitbekommen vom Frankfurter Börse direkt, weil wir arbeiten zusammen mit Frankfurter Börse. Mhm. Ja.
Mit welcher denn? Mit Frankfurter Börse, mein Lieber. Wie mit welcher? Ja, mit wem arbeiten Sie denn da zusammen? Mit dieser Firma, mit Frankfurter Börse. Was meinen es Sie? Es gibt keine Börse? Firma Frankfurter ja, Börse. Ja, es gibt. Es gibt. Nee. Ja, schreiben Sie nee. Bei Google, schauen Sie. Na, dann machen wir das mal. Schauen Sie. Schauen Sie. Hm. Sehen Sie? Was soll ich denn Frankfurter angeben? Frankfurter Börse. Börse-frankfurt.de geben Sie. Und wo steht da jetzt die Firmenbezeichnung? Die gibt's ja gar nicht. Börse-frankfurt.de gibt's nicht. Schreiben Sie gut. Wie haben Sie, können Sie mir buchstabieren? Was haben Sie dort geschrieben? Na, buchstabieren Sie mir doch, was ich schreiben soll. B wie Bertha. Hm. O wie Otto. Hm. E wie Emil. Hm. R wie Richard. Hm. S wie Sandra. Hm. E wie Emil. Hm. Minus Frankfurt.de. So, und wo steht da die Firmenbezeichnung? In Frankfurt. Ja, wo steht denn da die Firmenbezeichnung? Unten haben Sie alles. Wo denn? Unten. Und wo denn genau unten? Unten schauen Sie alles. Ja, wo denn genau? Wie wo denn genau? Ja, wo soll ich gucken unten? Ich bin unten. Wo genau steht jetzt die Firmierung? Ja, sehen Sie, lesen Sie alles. Ja, wo Schritt denn? Für Schritt. Ja, wo denn? Bei Import, Notix, haben Sie Englisch oder Deutsch dort? Sie kennen sich ja scheinbar gar nicht mit der eigenen Seite aus, wa? Haben Sie denn Website gefunden oder noch nicht? Ja, und ich bin ganz unten. Und wo soll ich da jetzt gucken? Nach der Firmierung der Firma? Weil Sie sagten ja, Börse-Frankfurt ist eine Firma. Wo klicken denn? Sie bei Home. Übrigens, Börse-Frankfurt ist nicht Frankfurter Börse, ne? Das ist ein Unterschied, ja? Das ist nicht ein Unterschied, das ist richtig. Das ist falsch. Ja. Falsch. Es ist nicht falsch. Wenn Sie meinen, das ist falsch, dann... Du bist Sie ein krimineller Betrüger. Wer ist Betrüger? Was reden Sie? Du bist ein krimineller Betrüger. Ich bin nicht kriminell, ich bin doch. Nicht Betrüger. Doch. Kann sein, dass Sie reingefallen mit Betrüger. Kann nee. Sein, dass Sie mit Betrüger das gemacht haben. Nee, du bist schon Betrüger. Für das haben Sie diese Meinung, mein Lieber. Für das haben Sie diese Meinung. Wir sind eine seriöse Firma, mein Lieber. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit der Börse. Stimmt nicht. Du arbeitest nicht seit 10 Jahren an der Börse. Du sitzt gerade mal seit ein paar Tagen im Callcenter. Außerdem ist das Schreischwein da bei dir im Hintergrund ja auch nicht zu überhören. Mein Lieber, hier haben wir ein Büro. Wir haben das nennt man Callcenter. Warten Sie kurz, lassen Sie mich sprechen. Perfekte Hurensohn, was reden Sie? Pass auf! Ich versuche die Deutschen einfach. Pass auf, sage ich Ihnen! Pass auf, wenn ich Ihnen dort komme, ich werde Ihren Kopf kaputt machen! Verstehen Sie mich? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich sage. Wenn ich dort komme, ich werde Ihren Kopf kaputt machen, du perfekte Hurensohn! Das ist ja irgendwie, ist das eklig, der Job. Das finde ich widerlich. Perfekte Hurensohn! Ja, dann kannst du doch beleidigen, Mann. Tag. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Schick-Tick. So, ich bin Mari Ferber, eine Finanzmitarbeiterin beim Bitcoin, wo Sie eine Registrierung gemacht haben, ja? Mhm. Okay, so ich wollte Ihnen fragen, falls Sie die Konto aktiviert haben oder noch nicht. Mhm. Ja, also antworten Sie mir bitte, ja oder nein? Mhm. Herr Schick-Tick? Ja. Okay, denn ich habe Ihnen gefragt. Haben Sie ein Konto beim Online-Trading oder noch nicht? Ja. Ja, okay, sehr gut. Ich wollte Ihnen gern über unser Finanzinstitut mehr zeigen, was für Profiten können Sie bei uns machen. Aber erstmal, ich wollte Ihnen auch fragen, falls Sie Interesse haben, das zu wissen. Ja. Ja, okay. Haben Sie einen Computer, so ich kann das am besten konkret zeigen? Was? Haben Sie einen Computer dort, wo ich das besser konkret zeigen kann? Moment, ich muss den Satz verarbeiten. Okay, sind Sie im Arbeit jetzt momentan, oder? Nee. Okay, können Sie bitte Ihr Computer dort nehmen und ich zeige Ihnen unsere Plattform und alles als Information, zum Beispiel, was für Profite können wir zusammen erreichen und mit welchem Experten arbeiten wir und alle die Informationen, was notwendig ist, zu wissen, ja? Aha. Okay, dann.
Sagen Sie mir, wenn Sie den Computer dabei haben, zum Beispiel. Oder machen Sie Spaß, Herr Schickfix? Was meinen Sie denn mit dabei haben, zum Beispiel? Nochmal? Können Was Sie das Sie wiederholen? Was meinen Sie denn mit dabei haben, zum Beispiel? Wenn Sie den Computer dort haben, können Sie unsere Plattform öffnen und ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, ja? Wie meinen Sie das? Wie meine ich das? Ja. Herr Schickfix, das war sehr einfach zu sagen und zu erklären. Ich meine, dass es gibt nicht etwas, die ich erklären soll, besser zu verstehen, oder? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Okay, dann. Was machen wir jetzt? Sie geben mir einen anderen Mitarbeiter. Mitarbeiter? Warum? Warum brauchen Sie? Ja, weil ich Sie nicht verstehe. Okay, fragen Sie mir etwas und ich werde Ihnen erklären. Ja, aber dann ich verstehe Sie doch nicht. Da will ich auch von Ihnen keine Erklärung. Ich will einen Mitarbeiter, der Deutsch sprechen kann. Ich spreche Deutsch mit Ihnen, Herr Schick. Aber ganz schlecht. Okay, dann. Können wir Englisch besser sprechen, dann? Nee. Können Sie Englisch? Nee. Okay, dann. Aber ich will also einen Mitarbeiter, der vernünftiges Deutsch sprechen kann. Herr Schickfix, so ich kann Ihnen viel Mitarbeiter, okay, Schickfix, so ich kann Ihnen viel Mitarbeiter hier geben, ja, damit Sie sprechen können, aber ja, so mein Deutsch ist nicht so schlecht, so es ist nicht die Beste, aber es ist ja nicht so schlecht, die Sie aber nicht verstehen verstehe können, Sie ganz schwer, weil Sie spielen nee wollen, nee, okay dann, aber... Okay, dann einen Moment. Ich gebe ja Ihnen einen von meinen Mitarbeitern. Ja. Ja, hallo. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ganz entzückend. Ich freue mich. Also, mein Name ist Martin Kohl und ich rufe Sie gerade an von einer internationalen Handelsplattform, wo Sie sich bei uns ein paar Tage angemeldet sind, korrekt? Weiß ich nicht, Sie haben ja noch keinen Namen gesagt. Okay, bestimmt haben Sie eine von unserer Werbung, okay, im Internet gesehen, ja. Und nachdem Sie es gesehen haben, dann haben Sie Ihre Daten bei uns hintergelassen. Und sobald Sie Ihre Daten bei uns hintergelassen haben, dann sind Sie bei uns so weitergeleitet. Aber und Sie deswegen sprechen ja genauso furchtbar wie die Frau von gerade eben. Brauchen Sie schon wieder die Frau? Nee, irgendjemanden, der vernünftig Deutsch kann. Okay, dann ciao. Schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Hartmut, ja? Nee. Okay, dann schönen Tag noch. Herr Schimmeldöner. Guten Tag. Hallo, schön, dass ich zu erreichen, Herr Habeck, ja? Ha. Ja, Diana Stark ist am Apparat, Herr Habeck. Ha. Und ich grüße Sie. Ha. Ja. Ha. Sabine, mit der Babette und der Monika. Jetzt hast du da mein Schokolade? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Hirschok, ja? Guten Tag, oder? Ja. Hm? Nee, nee. Oh, okay, okay, sehr gut. Wie kann ich denn helfen? Ich grüße Sie, was in Kate genau? Martins. Ja. Aber mein Name ist genau genommen eigentlich Herr Herzog. Ja, sehr gut. Ja, ich grüße genau Sie. Ich bin Kate Martins von Online-Handelsplattform. Ja. Herzog, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Nee, Herr auf Herzog. Wie bitte? Herr Herzog, nicht nur Herzog. Herr Herzog. Herr Herzog, ja. Ja, okay. Ja. So, es geht um das. Es geht um, dass Sie Interesse auf dem Finanzmarkt gewusst haben, deswegen habe ich Sie angerufen. Oh, das tut mir fragen, leid. Um zu fragen, ob Sie Interesse darüber haben. Mir das anzuschauen oder was? Das ist ein Online-Handelsplattform. Sie können bei uns mit verschiedenen Produkten handeln, ja? Und Sie haben die Registrierung selbst gemacht. Und deswegen habe ich Sie angerufen, oho, um zu fragen, ob Sie noch Interesse haben oder nicht. Aha. Ja, was meinen Sie mit aha? Haben Sie Interesse an Handel oder nicht? Damit ich finde Zeitung das sehr inspirierend. Okay, dann lassen Sie inspirieren bleiben. Was? Tschüss. Doof? Wie? Was möchtest du denn?
bin noch schön gemacht, ich spreche jetzt noch mit. Guten Morgen, die Firma Neo Elementum, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben Kapsel Erythronaktiv bestellt. Ich möchte nur kurz informieren. Heute soll der Fahrersyn kommen, also zwischen 10 bis 14 Uhr, was ich jetzt im System von der PSA, also Wert der neue Versuch der Zustellung durchgeführt. Ich hoffe, dass heute klappt, dass Fahrer ja. kann sie finden, ja, weil ich weiß nicht warum, aber jedes Mal schreibt er, dass also er sie nicht finden könnte, ja, deswegen. Also, wie gesagt, nur diese kurze Information, dass Sie Bescheid wissen, dass jemand kommt, ja. Also dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen. Ja, tschüss, danke sehr, tschüss. Bitte. Hallo, schönen guten Tag, sprich mit Herr Gunther Regina. Ja. Herr Regina, ich bin Andrea Schwarz. Ich melde mich bei Ihnen wegen Ihrer Anmeldung auf Bitcoin-Applikation. Oh. Sie haben Interesse gezeigt, mit Bitcoin zu handeln. Ja? Ja. Und Sie haben die Anmeldung bei uns gemacht. Sie haben ein Konto bei uns, aber Sie haben es nicht vollständig aktiviert. Ja. Was ist mit Ihnen los? Guten Tag. Mit was spreche ich denn da bitte? Ja, hallo? Hm. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Flitzkacker. Ja. Okay, gut. Wie geht es Ihnen, Herr Flitzkacker? Ganz gut. Okay, sehr gut. Beziehungsweise, Sie hatten sich mal registriert, um online automatisch zu handeln. Hm. Können Sie sich daran erinnern? Ja. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Felix Flitzkacke. Ja, Flitzkacke. Ja, Herr Flitzkacke, Sie haben eine Anmeldung auf Online-Handelsplattform gemacht, ja? Ah, Sie nuscheln so. Was? Sie nuscheln. Okay. Ist das Deutsche Adventsfigur? Du Hurensohn. Guten Tag, wie kann ich sein? Sprich mit dem Herrn Klaus? Nee, das ist mein Vorname. Also, Ihr Vorname. Also, mein Vorname ist Johannes. Ja, wollen Sie mich nicht mal mit dem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ja, wollen Sie denn nicht den Nachnamen benutzen? Ja, besser Name. Also, Nachname hat keine Bedeutung. Johannes Aha. Adel. Naja, wenn der Nachname für Sie keine Bedeutung hat, dann interessiert mich das Gespräch auch nicht. Tschüssikowski. Wunderschönen guten Tag. Hallo, schönen Tag. Ich heiße Daniel Hoffmann. Ich rufe Sie von Definite Area an. Mhm. Sie haben Glauben vor kurzem Ihnen bei uns viele Leute den Namen? Ja. Mhm. Sie haben vor kurzem bei uns registriert, richtig? Wo denn? Ja. Haben Sie bereits Erfahrung gehandelt, oder nicht? Banane. Nein? Banane. Banane? Ja. Was bedeutet Banane? Eine Frucht. Eine Frucht? Okay. Oh. Wollen Sie mal Geld verdienen, vielleicht? Nee. Warum nicht? Weil ich Bananen mag. Bananen? Ja. Musite investować. Ja? Hallo, hören Sie mich? Sie nee. müssen zu investieren. Sehr schlecht. Sie müssen investieren. Hören Sie, nee. Können Sie bitte öffnen Ihre E-Mail und schreiben Sie bitte, ich will investieren. Nee. So, wie wir, ja, wir müssen investieren, Sie, nee, wir müssen erstmal müssen wir Deutsch lernen, damit wir weitermachen können. Was? Deutschland? Nee, Deutsch Was lernen. Was ist Deutschland? Okay, hören Sie mich, ja? Nee. Öffnen Sie E-Mail. Nee. Öffnen E-Mail. Nein. Nein? Warum? Na, weil kein Deutsch vorhanden. Sie müssen zu E-Mail gegangen. Aha. So, lala. Ach, Erfahrung. Hallo? Guten Tag. Herr Knusprig, Knusprig. Ja. Sagen Sie bitte, haben Sie Zeit, haben Sie Ihre E-Mail, haben Sie Personalcomputer oder Laptop dabei? Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Wie bitte? Was willst du denn? Wie bitte? Was willst du denn?
Dann, ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihre E-Mail-Box öffnen. Wollen Sie sich das erstmal vorstellen und Ihre Firma? Okay, Herr Knusprig, schauen Sie, hören Sie mich bitte sehr aufmerksam zu. Wozu lassen Sie Ihre Dateien, wozu lassen Sie irgendwo hin und dann machen Sie diese Spiele? Wozu das machen Sie? Antworten Sie mir bitte. Um dich zu ärgern. Wie bitte? Um dich zu ärgern. Um zu verlieren? Nee, um dich zu ärgern. Noch einmal, ich habe nicht verstanden, mehr deutlich und normal sagen Sie mir bitte, wozu lassen Sie Ihre Dateien dann weiter, Sie bekommen die Anrufe? Ja, die Sabine mit der Babette und der Bärbel. Ja, und was noch? Banane. Wie bitte? Banane. Und was noch? Ja. Sie lassen die Dateien, die Telefonnummer, Gerald, ja, Sie heißen vielleicht Gerald. Herr Gerald, wozu lassen Sie die Datei und dann bekommen Sie... Mit der Babette bei der Bärbel. Und was noch? Ja, genau. Und wie noch? Ja. Und Sie bekommen dann den Anrufe und machen diese Spiele. Wozu dann machen Sie so? Na, um dann... Ja, ich habe verstanden. Was noch? Moment. Haben Sie Personalcomputer oder E-Mailbox in Ihrem Handy? Nee, habe ich nicht im Handy. Warten. Ja? Ja. Ich sehe, dass Sie haben. Ich sehe, dass Sie haben kein Gehirn. Nun, ich kann dasselbe betrifft Sie sagen. Ja? Ja. Oh. So ist das betrifft Sie, dass Sie keinen haben. Ist ja witzig. Ja, und was noch? Ja, hast du auch Schinken? Weil Schinken kann in der Sonne anfangen zu stinken. Ja, ich verstehe Sie. No. Ihre andere... Zweifelig. Und was noch? Na, aber nur dein Mikrofon ausgeschaltet. Ja. Ja, und? Ja. Wo ist der Brief? Ich frage meinen Kollegen Rudi Lang, betrifft diesen Brief? Ja, ist runtergefallen, der Brief. Nur ist ausgerutscht auf Banane mit dem Obst. Wie alt sind Sie, Herr Huber? Ich? Ja. Fünf. Ja. Und was sind Sie von Beruf? Kindergarten. Haben Sie Erfahrung im Handel, Herr Huber? Gerald? Ja, ich nehme manchmal der Bett und der Bettina ihre Bauplätze weg. Und dann habe ich gehandelt. In welcher Stadt leben Sie, Herr Gerald? Da, wo das mit dem Fernsehgerät steht, das große Ding mit der Antenne. Okay. Welche Sprache sprechen Sie, Herr Gerald? Banane. Welche Sprache sprechen Sie? Bananisch. Okay, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüssi, Betrüger Lady. Ja. Hallo? Ja. Ich grüße Sie, Herr Roberto Habeck. Herr Mark am Apparat, ich melde mich von Trader Active. Oh, ja, es geht um Onlinehandel. Haben Sie schon Erfahrung an Onlinehandel? Okay. Möchten Sie, dass ich Ihnen etwas erkläre? Was denn? Über Onlinehandel? Über meines wegen. Okay. Ja, wollen Sie erstmal über uns zu erklären oder über Onlinehandel oder warum wir arbeiten sollen in Zukunft? Na, eins nach dem anderen. Nach dem anderen? Eins nach dem anderen. Okay, gut. Wir sind der Trader Active. Wir sind die Trader Active, okay? Es ist ein Unternehmen mit Hauptsitz hier in Frankfurt, okay? Aber wir haben auch viele Filialen in viele verschiedenen Ländern. Und Onlinehandel, was das ist? Sie haben vielleicht schon gehört über die Börse. Haben Sie gehört? Was ist denn das? Die Börse. Ja, ist ein großer Markt, ein großes Markt, wo man mit verschiedenen Produkten handeln kann. Mit Aktien, mit Gold, mit Öl, mit Währungen, mit alles. Okay? Aha. Ja. Ist ja okay. Ja, ist sehr interessant. Und Sie müssen selber das nicht kaufen und die Papiere
mit in der Tasche zu Hause zu nehmen, sondern Sie haben hier eine Applikation. Sie werden noch einen Berater von uns bekommen. Er gibt Ihnen die Informationen, okay? Und Sie sehen, dass da Krieg gibt, ja? Russia gegen Ukraine, okay? Wo denn? Wie? Wo denn? Wissen Sie das? In der Ukraine? Oder haben Sie das nicht gesehen? Nee. Also, Sie sind pro-Russia. Aha. Sie sind pro-Russia. Was? Ja, was? Kennen Sie Russland? Nee. Kennen Sie nicht das Russland? Okay. Mhm. Eine große Stadt Russland ist größer als Russland. Eine große Stadt? Land. Land? Genau. Ja. Aha. Und was macht okay. man da? Okay. Man darf, alle Russen ficken deine Mutter da. Aha. Okay. Interessant. Und sonst so? Erzähl mehr aus deinem Leben. Scheint ja sehr zu interessant bei dir zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Aha. Interessant. Und sonst so? Gibt's noch was Neues? Möchtest du noch was erzählen, Schnuckelschätzchen? Ich kann warten. Was hast du denn sonst noch so auf dem Herzen, mein Kind? Nichts mehr weiter? Das ist ja schade. Möchten Sie ja ein paar Kinder haben in Ihrem Haus? Was will ich in meinem Haus haben? Kakerlaken? Nee, Kakerlaken sind ungesund. Nee, Kinder. Kind. Warum? Die sind laut. Spielen mit den Kindern? Nee, das ist laut. Okay. Dann Frauen? Willst du Frauen da? Nee, warum? Damit du spielst mit den Frauen. Nee, die kosten mir zu viel Geld. Okay, dann für so viel Geld, ich kann ihnen helfen, damit du Geld verdienst. Willst nee, du? Nicht. Brauch nicht. Mit was essen sie? Was ich esse? Ich habe vorhin genau. gegessen. Sie haben Hühner gegessen? Nee, eine Banane. Eine Banane. Und Schwänze auch? Nee, kann man nicht nee. Essen. Nein. Nee, nicht öfter, okay? Nee. Okay, aber einmal im Monat? Nein. Im Jahr? Nein. In 10 Jahren? Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag. Hier ist der Herr Steiner? Ja. Wunderbar. Herr Steiner, mein Name ist Anna Nomm und ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung. Sie haben bei uns vor einer Woche Ihre Kontaktdaten unter unserem Projekt von Bitcoin hinterlassen. Stimmt das? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Wenn dann Sie bestimmt sagen, stimmt das so nicht, Woche ja? Ja, dann weiß ich das nicht. Ach so, ich dachte, dass das für Sie wirklich sehr wichtig ist und Sie haben sich daran eigentlich erinnern. Aha. Aber das ist für Sie überhaupt nicht wichtig, ja? Was denn? Also zusätzliches Einkommen auf dem Finanzmarkt. Automatisierte Handel mit Kryptowährungen. Aha. Mhm. Also erinnern Sie sich nicht daran? Nicht wirklich, ne. Alles klar. Gut, dann vielen Dank für Ihre Antwort. Sehr willkommen. Schönen Tag für Sie. Tschüss. Ja. Hallo. Guten Tag. Tag. Mit wem spreche ich? Mit dem, den Sie angerufen haben. Herr Habeck, ja? Hallo, spreche ich mit Herr Habeck oder nicht? Ja. Sehr schwere Frage. Nein, richtig. So, Sie haben sich an Online-Handel interessiert, korrekt? War eine sehr schwere Aussprache, ne? Ich habe sehr schwere Aussprache. Hm. Denken Sie? Jawohl. Wer sind Sie eigentlich und warum haben Sie sich registriert bei uns? Könnten Sie mal sagen? Nee. Geht Sie doch gar nichts an. Nö. Sie haben sich bei uns registriert. Wieso? Was ist der Grund? Und wie kann ich Ihnen dabei helfen? Ja, von Ihnen will ich keine Hilfe. Wollen Sie keine Hilfe? Okay, tschüss. Melanie Fickhoff, schönen guten Tag. Guten Tag, die Firma No Elementum, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben schon mit denen, denke ich mir, telefoniert. Also Sie haben Gapsel-Eretron aktiv bestellt. Die haben jetzt die Information von UPS bekommen. Der Kurier hat versucht,
Aber hat nicht geklappt, deswegen wir haben jetzt einen Vorschlag, also ich weiß nicht, ob Sie noch Wunsch haben, ja, also das Paket kann ein Paketzentrum in Berlin zugestellt werden, also das Zentrum befindet sich in Industriestraße 4-9, die Hausnummer, wenn Sie also das machen können, also selbst abholen. Das ist die beste Variante, weil ich weiß nicht, wie lange das noch dauern kann, bis der Fahrer sie findet. Ja, das ist Blödsinn, aber ich weiß nicht, warum er sie finden nicht finden kann. Ja, deswegen. Wenn Sie nichts dagegen haben, können Sie das Paket an Paketzentrum, wie gesagt, zustellen lassen und dann informieren wir Sie, dass das Paket dort ist und dann Sie können das abholen. Aber ich muss Ihre Bestätigung zuerst haben. Ja, das kann man machen. Aber dann würde ich die Bestellung verdoppeln, wenn ich da schon laufen muss. Ja. Naja, ich gebe die Information an meine Kollegen weiter. Ja. An Verkaufsabteilung. Okay. Naja, danke. Dann machen wir so, weil ich weiß nicht, warum wirklich. Wir haben schon mit dem, ich denke, 2-3 Mal alles geprüft, aber ich verstehe nicht, warum der Fahrer immer wieder sie nicht findet. Und wie gesagt, also es wurde heute schon diese Variante vorgeschlagen. Also wie gesagt, ich habe auf der Karte gesehen, das ist eigentlich nicht so weit weg. Naja, man muss ein bisschen laufen, also, aber ja. So gegen 4 Kilometer von hier raus, ja. Mhm. Deswegen, naja, dann kann ich jetzt so machen. Also ich gebe die Informationen an meine Kollegen aus Logistikabteilung weiter und also es wird so vereinbart mit UPS. Also das Paket wird an Access Point, also als Paketzentrum zugestellt und sobald wir die Informationen haben, das Paket dort ist, dann rufe ich wieder an oder meine Kollegen, auf jeden Fall werden sie informiert, dass das Paket dort ist und dass sie abholen können. Ja, können wir dann so machen. Ich denke, wie gesagt, das ist die beste Variante. Ja, danke sehr für Geduld. Ja, wie gesagt, einen schönen Tag noch. Danke Ihnen sehr, sehr. Tschüss. Tschüss. Schönen guten Tag. Mit wem spreche ich denn da? Guten Tag, Herr Schwanz. Ich bin Kate Martins von Online-Handelsplattform. Mhm. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung auf den Finanzmarkt. Haben Sie noch Interesse an Handel, bitte? Mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Forex, mit Rohstoffen, mit Indizes? Was ist denn das? Das ist ein Online-Handelsplattform. Wir können bei uns mit verschiedenen Produkten handeln, ja? Und damit können Sie das Geld verdienen. Mhm. Zum Beispiel, wissen Sie, was Bitcoin ist? Kryptowährung? Währung? Was macht man damit? Ja, damit können Sie eigentlich das Geld verdienen. Also zurzeit ist sehr guter Zeitpunkt zum Handeln, weil der Preis von jeder Kryptowährung, zum Beispiel Bitcoin, der Preis runtergesunken ist. Das heißt, sobald Sie das Konto aktivieren mit minimaler Startinvestition mit 250 Euro, können Sie die Produkte mit niedrigem Preis kaufen und der Preis wieder steigt, dann können Sie teuer verkaufen, ja? Und damit machen Sie Ihre Gewinne. Woher wissen Sie denn das? Woher weiß ich das oder was meinen Sie? Mhm. Ja, weil ich in diesem Bereich arbeite und ich weiß es ganz genau, wie das alles funktioniert und wie das alles läuft, okay? Aha. Und da haben Sie die Registrierung selbst gemacht mit Ihrem Namen, mit Ihrer E-Mail-Adresse und mit Ihrer Nummer. Das heißt, Sie hatten schon Interesse an Handel und Sie wussten ein bisschen, wie das alles funktioniert, sonst woher hätten Sie Interesse an diesem Geschäft? Mhm. Ja. Haben Sie noch Interesse oder haben Sie kein Interesse, damit ich nicht mehr Zeit verliere? Also, sagen Sie mir bitte. Was denn? Haben Sie Interesse an Handel oder haben Sie kein Interesse? Ja, meinetwegen. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss. Ja, dann halt nicht. Sie spielen gerade, wie ich das gesehen habe, und ich arbeite nicht mit solchen unseriösen Menschen, okay? Na, aber Sie sind doch unseriös. Tschüss. Betrüger. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Herr. Paul Schröder ist am Berat. Schön, Sie zu erreichen. Wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Ah, super. Herr Herr, der Grund diesem Anruf ist, dass Sie wollten heute mit Ihnen ganz kurz ein Gespräch führen über das Thema Finanzmarkt. Aha. Sind Sie vielleicht bekannt mit dem Thema oder haben Sie vielleicht Erfahrung? Nee.
Süßen schon was Onlinehandel ist, genau, ja. Was? Onlinehandel Süßen schon was Onlinehandel ist, genau. Ja, aber hier bei eBay und so, verkaufen und so. Ja, genau, so mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe, ETFs und so weiter. Nee, das gibt bei eBay nicht. Hey, Kunst. Was gibt es bei uns nicht? Ja, bei eBay gibt es das nicht. Der Punkt ist, Herr Kunz, dass ich wollte noch mit Ihnen ganz kurz ein Gespräch führen über das Thema Finanzmarkt. Okay. Ja, das sagten Sie schon. Ich sehe hier das Interesse. Der Punkt ist, dass viele nicht wissen, wie und wo sie anfangen sollen. Und Ihnen dabei zu helfen, ist unser Job hier. Aha. Erstmal, wir geben euch ein kostenloses Schulungsprogramm. Wir erklären euch alles Schritt für Schritt, wie das Onlinehandel geht, wie Sie das machen können, damit Sie keine schlechte Erfahrung machen. Aha. Und bis jetzt ist es gut, dass Sie keine Erfahrung haben, weil viele Klienten arbeiten mit so mit unlizenzierten Firmen und dann sie werden betrogen bei den Finanzberater und dort geht die schlechte Erfahrung. Aha. Okay, es sieht aus, dass Sie mit mir spielen, ja? Spielen Sie? Hallo? Ja, schönen Tag, Herr Kunst. Eugen Müller ist mein Name von der Greenfield Investment. Herr Kunst, ich bitte um Verzeihung, bei uns im System steht, als ob Sie noch vor 2 Wochen bei uns ein Handelskonto registriert haben. Deshalb rufe ich Sie an. Hören Sie mich? Ja. Ja, ist das tatsächlich so? Haben Sie bei uns Handelskonto gemacht? Sind Sie an einem Nebeneinkommen interessiert? Hallo? Ich verstehe die Frage nicht. Wir sind eine Finanz... Hallo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Schwann? Mit was? Sind Sie der Herr Klaus Schwann? Ja. Ja, hallo. Hallöchen. mein Name ist Herr Lander. Ich melde mich von Simpo Investment Group. Wie geht's Ihnen, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie nicht fragen. Okay. Kein Problem. Dann gehe ich direkt zum Thema. Sie haben eine von der Anmeldungen abgeschlossen für Online-Investment. Und da würden wir uns ja wissen, was möchten Sie mit der Anmeldung machen? Möchten Sie weitere Informationen bekommen oder nicht? Was ist für eine Anmeldung? Das ist eine Anmeldung für Online-Investment. Sie waren fast gleich, um eine für den Bestellungen abzuschließen, aber deshalb da mussten wir uns erstmal wissen, was möchten Sie mit Ihren Bestellungen machen? Nix. Nix. Da möchten Sie nicht herhaben. Richtig. Alles klar. Okay, bedanke ich mich, Herr Schwanz. Alles klar, bedanke ich mich. Schönen Tag noch. Das war's leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, am besten mit Glocke, denn dann verpasst du auch kein weiteres Hörspiel mehr. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.